Reputation ist mal wieder auf Politikerjagd, heute im Bundestag. Psst, ganz leise sein, aber ich bin nicht alleine unterwegs, sondern, wer ist bei mir? Hi, Paranoia. Ah, okay, herzlich willkommen. Ja, danke. Wen treffen wir denn heute eigentlich? Heute treffen wir die jugendpolitische Sprecherin der SPD, Karen Marx. Okay, und da zeigen wir deinen Reputation-Song, Bestandsaufnahme. Yes. Hallo Frau Marx. Hallo Frau Marx, ich grüße Sie. Herzlich willkommen hier. Dankeschön. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht, Paranoia. Genau. So, Frau Marx, kurze Frage, hören Sie eigentlich Rap? Also ich selbst habe keine Rap-CDs, ich bin aber absoluter Musikfan, auch von ganz vielen unterschiedlichen Musiktypen. Und wenn Rap zum Beispiel im Radio ist, dann höre ich mir das schon mal ganz gerne an und habe im Wahlkreis auch junge Rapper auch schon an verschiedenen Aktionen teilnehmen lassen. Also ich finde, das ist schon eine starke Ausdrucksform. Ja, alles klar. Dann mal gucken, wie Ihnen Paranoia gefällt. Meinung aller Kinder sind was Schönes, aber Dreck für die Führung dieses Landes und Empörung bei den Chefs. Wir denken weiter nach, bieten Lösungen im Text und sie hören nicht auf uns, weil das Böse in uns steckt. Und die Grundsätze der Medien in Geld liegt die Liebe, all die Menschen leiden wissen's nicht. Weltwirtschaftskrise, sogar selbst in der Wiege wird erlernt. Lass alle stehen, denn Geld ist Devise, doch du wählst dich im Miese, zerfällst in den Straßen und die Tränen zerfließen. Denn dein Bankkonto brennst, dich erhältst keine Riesen. Sekunden im Leben, wie die Jahre verschießen, ist es ähnlich wie Blut, denn die Tage verkehren. Total gefallen. Also da stecken unheimlich viel Messages drin und einerseits beschreibt es die Situation, auch einfach Gefühle, Frustration, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ja, auch der Aufruf, jeder hat auch ein Stück weit Verantwortung für sein Leben und man darf und soll nicht resignieren. Idioten vertreten, Ambitionen zu treten, aber vergessen eins, unsere Nationen zu pflegen. Sie nehmen uns alles, sogar Visionen zum Leben, währenddessen beziehen sie Millionen fürs Reden. Millionen fürs Reden, das war halt so ein Seitenhieb bisschen an Peer Steinbrück, an ihren Kanzlerkandidaten, weil das ja jetzt auch so hochgepusht wurde in den Medien. Paranoia hat ja gerade Herrn Steinbrück angesprochen. Sie selber haben ja gar keine Nebenverdienste, ne? Außer Ehrenamtliche, ist es? Ja, das ist richtig. Wie stehen Sie denn dazu, wenn Sie ja selber dann relativ hohe Ideale oder wenig Zeit zu haben scheinen, zu diesen Nebenverdiensten Ihres Kanzlerkandidaten, 1,25 Millionen Euro brutto. Wie kann man das verantworten als SPD? Also ich denke, wenn jemand von der Wirtschaft oder von Banken, die Riesengewinne machen, als gefragter Redner angefragt wird, dann ist das schon auch eine Sache von Angebot und Nachfrage, dass jemand dann auch entsprechendes Gehalt oder beziehungsweise entsprechend was für seine Reden bekommt. Er hat den Bankern in keiner Weise nach dem Munde geredet, sondern absolut Klartext geredet, auch an die Verantwortung der Banker ganz klar Klartext geredet. Und ich finde, schwierig wäre es, wenn jetzt jemand von wem eingeladen wird für eine Rede, dafür Geld bekommt und anfängt, nicht mehr kritisch zu sein. Aber das ist bei Peer Steinbrück in keiner Weise der Fall gewesen. Er hat sein Geld, so wie es sich gehört, komplett versteuert. Und im Gegensatz zu ganz vielen Abgeordneten der CDU, CSU und FDP seine Angaben transparent angegeben. Aber hat das nicht was von leichter Arroganz? Zum Beispiel, also ich habe in der Zeit gelesen, halt war die Titelüberschrift, Peer Steinbrück findet Kanzlergehalt zu wenig. Hat das nicht was von leichter Arroganz? Also die Bundeskanzlerin verdient ja genug Geld, viel Geld im Gegensatz zu anderen Menschen. Hat das nicht was dann wirklich jetzt, also in meinen Augen ist es falsch, irgendwie überhaupt sowas zu sagen? Er hat nicht gefordert, dass es mehr sein muss, sondern die Frage war, es in Relation zu setzen und die Relationen stimmen bei vielen Einkommen nicht. Also ich kann doch zum Beispiel auch keiner Altenpflegerin erzählen, dass sie den ganzen Tag hart arbeitet, aber mit dem Geld noch nicht mal sich und ihre Familie ernähren kann. Ja? Und insofern müssen wir in unserer Gesellschaft eine Debatte darüber führen, ob nicht die Gehälter und die Relation von verschiedenen Gehältern völlig aus den Fugen geraten sind
Und das ist praktisch auch der Vergleich gewesen zwischen einem Kanzlergehalt und zum Beispiel einem Topmanager bei VW, der Deutschen Bahn, wie auch immer. Und in diesem Verhältnis, finde ich, ist die Aussage grundsätzlich richtig. Es war eine Medienfalle, was entsprechend ja da auch die Kommunikation ganz klar gezeigt hat. Insofern war es vielleicht ungeschickt, da eine klare Antwort drauf zu geben. Aber ich glaube, die Richtigkeit der Antwort, dass die Relation zwischen Einkommen nicht stimmt, die ist grundsätzlich richtig. Nicht nur Brot kostet was, sogar der Tod kostet Geld. Und die Gegend, wo wir leben, ist bedroht und entstellt. Und verwirklichen nichts, was sie versprechen enthält. Denn der Schwächere fällt, weil es Mächten gefällt. Da habe ich auch eine passende Frage dazu. Warum geht es uns im Allgemeinen trotz gut funktionierendem Sozialstaat nicht besser? Eine offene Frage, aber... Ja. Ich glaube, also erstens muss man feststellen, dass es uns im Vergleich zu vielen Ländern, und jetzt will ich gar nicht den Vergleich mit Dritte Weltländern bemühen, sondern hier auch im europäischen Vergleich doch ziemlich gut geht. Das heißt aber nicht, dass wir in vielen Punkten noch besser werden können. Ich glaube, wo wir in Deutschland besonders schlecht sind, im Vergleich, dass wir eben Herkunft und Bildungsgrad der Eltern noch viel zu stark über die späteren Chancen von Kindern entscheiden. Und ich finde, da müssen wir einfach besser werden. Und zum Beispiel auch sprachlich. Ja? Also es geht eben darum, dass Kinder nicht mit 2 Jahren vor einem Fernseher geparkt werden, sondern dass es wichtig ist, dass Kinder spielen, sich bewegen, toben, singen, lachen, mit anderen Kindern zusammen sich austauschen. Um all diese Sachen geht es. Das ist eigentlich mehr soziales Lernen, bewegen, all diese Dinge sind damit gemeint. Deutschland wie Gangster, die für Macht auch verraten. Uns geht's auch mal gut, so wie Achterbahnfahrten. Sie brauchen nichts aufdecken, erraten die Karten. Dann geht es bergab und wir zahlen in Raten. Jetzt, wenn ich einen Freund besuche in der Beusestraße, wenn ich da vom S-Bahnhof jetzt halt hochkomme und die Straße runterlaufe, sind ungefähr 100 Meter halt bis zu seiner Wohnung. Und das dann halt... dass ich selber, also die Straße so grau und trist einfach erscheint. Warum? Weil es halt ein Casino, diese Spielcasinos. Genau, Kneipe, da drin sind auch Casinoautomaten, ein Späti, da drin sind auch Casinoautomaten, Dönerladen, da drin sind auch wieder Casinoautomaten. Wie kann man halt mit reinem Gewissen, also der Staat eigentlich mit reinem Gewissen, mit Steuern einnehmen, ne? Mit Mitteln, die halt so ein Suchtpotenzial einfach mit sich bringen, ne? Mhm. Und daher gehört ja Casinos, Alkohol und Zigaretten auch natürlich, mhm, ne? Aber ich finde, diese Casino-Frage, könnte man das nicht irgendwie regulieren, dass irgendwie weniger Casinos einfach vielleicht irgendwie, vielleicht in der Straße nur einmal und nicht 8-mal oder so? Und das ist halt eine Frage, ja, ob man das halt sich mit sich vereinbaren kann. Ja, also da haben wir zum Beispiel auch entsprechend uns mit diesem Thema befasst, auch gibt es einen Antrag im Bundestag dazu, auch zum Thema Spielsucht, was in der Tat auch wirklich ein Gefährdungspotenzial darstellt. Viele Minderjährige spielen ja auch, obwohl es ja ab 18 ist, ne? Genau. Es gehen ja noch viel jünger. Also das Problem ist natürlich, dass es einerseits klare Gesetze da zum Beispiel gibt, was ist mit 18 und unter 18 erlaubt. Das Problem, was wir häufig haben, sind eben auch die Dinge, die Gesetze dann zu kontrollieren. Das heißt also, an einigen Punkten muss man das Gesetz gar nicht verbessern, sondern die Kontrollen wirklich vor Ort. Also, ne, warum spielen... Ja, Kontrolle vor Ort ist ja gut und schön, aber ich finde überhaupt das Regulieren, ne, dass nicht so viele Casinos einfach... Ne, das wäre ja dann das Zweite. Ach so. Okay. So, das eine ist aber, dass zum Beispiel... Also mit einem Türsteher zum Beispiel jetzt. Ja, der dann na ja, auch das Kontrolle und so. Polizei oder auch Leute vom Jugendamt, dass die einfach auch mal irgendwie reingehen und gucken und also, dass ein Betreiber eines Spielcasinos ja, weiß, aber das wenn auch ich hier auch die Jugendlichen nicht nach ihren Ausweisen fragen, ja. Da haben 16 und 15-Jährige nichts drin zu suchen. Das ist eben auch die Verantwortung des Betreibers, der dann dran ist. Genauso, ja, wenn ich harten Alkohol an 14-Jährige ausschenke, was nicht sein darf. Ja gut, der zahlt ja dann auch wieder eine Strafe, das sind ja auch wieder Steuereinnahmen dann im Endeffekt. Ne? Ja, das ist aber nicht. Und die Kontrollen sind ja auch eher sporadisch, ne? Also die kann man ja auch nicht regelmäßig durchführen. Also erstens, aber man müsste sie trotzdem erstens ein Stück weit verschärfen. Ja, das finde ich trotzdem verschärfen. Gut, klar. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich auch gucken muss, in den Stadtquartieren, das hat ja auch was mit sozialräumlicher Entwicklung zu tun und das ist in der Tat
in jeder Beziehung nicht gut, wenn in so Straßenzügen da 4, 5 Spielsalons sind und in bestimmten Kneipen noch zusätzlich Spielgeräte. Da muss man, finde ich, regulierend wirklich rein. Also da muss man regulierend rein. Das ist eine ungute Entwicklung und da können wir auch nicht länger so zugucken. Also ich finde es sehr traurig. Ja. Denn mit Ziffern, die sie haben, wollen sie analysieren und diesen Unmut verschönern, einfach alles tragieren. Doch wir ackern immer weiter, bis wir Haare verlieren. Im Wahlprogramm heute heißt es ja auch, Leiharbeit muss reguliert werden. Auch für Leih- und Zeitarbeiter muss der Grundsatz Equal Pay gelten. Ist es so? Ja, das ist so, dringend. Also ich finde es unerträglich, dass es immer mehr Firmen gibt, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigte praktisch abbauen, entlassen und auf der anderen Drehtür werden dann Leiharbeiter zu geringerem Lohn oder Gehalt eingestellt. Dereguliert wurde diese Branche ja zu Gerhard Schröders Zeiten von der rot-grünen Regierung. Die hat ja im Prinzip diese Blütezeit der Zeitarbeit erst möglich gemacht. Ist das auch richtig? Also ist es richtig, dass wir Zeitarbeit zu rot-grünen Regierungszeiten entsprechend möglich gemacht haben. Das war auch die Intention, die Absicht, die dahinter steckte, dass es ein Einstieg ist für Menschen, die arbeitslos sind. Wir hatten ja damals viel höhere Arbeitslosenzahlen, dann in eine dauerhafte Beschäftigung zu kommen. Dieses Gesetz ist leider von der Wirtschaft absolut ausgenutzt worden und genau umgekehrt. Man hat sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kaputt gemacht. Und darum muss dieses Gesetz dringend verändert werden, dass es auch aus Fehlern lernen. Genau, da hat die SPD einen Fehler gemacht, das gibt Frau Marx sehr gerne zu. Dieses Jahr ist ja Wahljahr 2003. Raten Sie, 2000, oh Gottes Willen, bin ich gerade in einer Zeitmaschine gelandet. Also dieses Jahr ist ja Wahljahr 2013. Raten Sie mal, ob Ozan wählen geht oder nicht. Also ich denke, dass er wählen geht, weil nach dem Gespräch, was wir jetzt miteinander geführt haben, ist er erstens grundsätzlich politisch interessiert. Er hat auch klare Vorstellungen, wo Politik Verantwortung haben muss, beziehungsweise in bestimmten Bereichen auch noch mehr, was er ja auch deutlich gesagt hat, noch mehr Verantwortung zeigen muss und welche Wünsche er an Politik hat. Das ist ja eine Info, die auch was damit zu tun hat, dass sich türkische oder deutsch-türkische Jugendliche in Deutschland bis zum 23. Lebensjahr dafür entscheiden müssen, ob sie den deutschen oder den türkischen Pass haben wollen. Dann laufen Sie bei mir und der gesamten SPD offene Türen ein. Also wir sind ohne Wenn und Aber für die doppelte Staatsbürgerschaft. Das ist ganz klar. Gibt es auch ganz aktuell nochmal, das ist glaube ich vor 2, 3 Tagen gelaufen, ein Interview mit unserem Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel. Das ist aber für uns jetzt nicht nur angesichts der Wahl, sondern wirklich schon länger ein Thema, dass wir ganz klar dafür eintreten. Würdest du die gerne haben, die doppelte Staatsbürgerschaft? Ja, würde ich. Würde ich gerne. Für mich ist halt wichtig einfach, eigentlich ist mir, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber mir ist egal eigentlich, was auf dem Pass steht. Ne? Ich fühle mich als Berliner, ja, ich bin Deutscher, meine Wurzeln, mein Migrationshintergrund ist türkisch und ich fühle mich so wohl, mir ist egal, was auf dem Pass steht. Ne? Das ist doch mehr als schade, dass so ein junger, engagierter Mensch, der hier groß geworden ist, hier aufgewachsen, sich zu Recht als Berliner fühlt, ein Berliner auch ist, dass der hier nicht das Wahlrecht hat. Es ist falsch, wenn du dich in nur Hass verrennst und bewege dich auch fort, wenn die Angst dich bremst. All die Lügen, die sie leisten, es ist Transparenz. Aber glaub mir, du kämpfst, denn du machst das längst. Doch einer deiner Aufgaben, du musst in die Schule gehen. Denn wenn du was verpasst, kannst du nicht an Ohren drehen. Du musst selbst agieren, sonst wird dir bei der Suche fehlen. Alles, was du brauchst, um diese Reise zu verstehen.